Der Bundespräsident Ignacio Cassis verspricht zu Moldawien mehr Unterstützung für die Nachbarländer der Ukraine. Im Moment stecken sich laut dem BAG jeden Tag rund 100'000 Leute mit Corona an. Der Kreml-Gegner Alexei Nawalny wird zu 9 Jahren Straflager verurteilt. Dienstag, der 22. März. Jetzt gibt es alles Wichtige für dich von heute. Du hast den Tag in 5 Minuten auf Blick TV. Nach Polen gestern ist der Schweizer Bundespräsident heute in Moldawien zu Besuch. Beim Treffen mit der Präsidentin des Nachbarlandes der Ukraine gibt der Bundespräsident bekannt, dass die Schweiz die humanitäre Soforthilfe um 2 Millionen Franken erhöht. Auf der Reise im ukrainischen Grenzgebiet mit dabei ist auch der Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats, Franz Grütter. Es ist eine ganz enorme Herausforderung, die die benachbarten Länder der Ukraine auf sich nehmen müssen. Und es ist auch beeindruckend, was die Schweiz im Bereich der humanitären Hilfe aktuell leistet. Ich denke, das kann man noch ausweiten. Und ich bin froh, dass ich das persönlich vor Ort anschauen konnte. Corona-Zahlen in der Schweiz bleiben hoch. Seit gestern meldet das BAG knapp 30'000 neue Fälle. Das sind aber bei weitem nicht alle. Aufgrund der immer noch hohen Positivitätsrate von 50% oder mehr muss davon ausgegangen werden, dass sich auch heute noch jeden Tag mehr als 100'000 Personen in der Schweiz anstecken. Die Situation in den Spitälern ist aber stabil und darum fallen im April auch die letzten Massnahmen. Jetzt fallen die behördlichen Massnahmen weg. Das heißt aber nicht, dass ich, dass Sie, dass wir alle nach wie vor eine gewisse Verantwortung haben. Und nach 2 Jahren, nicht zuletzt auch lauten Demonstrationen, erhoffe ich mir doch, dass gerade das jetzt auch wahrgenommen wird. Es kann nicht sein und darf nicht sein und soll auch nicht sein, dass der Staat die Bevölkerung an der Hand nehmen muss. Der Prozess gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz geht heute zu Ende. Es fehlt nur noch das Urteil. Die Verteidiger der Anklagten, allen voran der von Pierin Vinzenz, haben heute noch mal ihre Standpunkte klar gemacht. Dann hat Pierin Vinzenz das Wort ergriffen. Ganz am Schluss des Vinzenz-Prozess hat der Hauptanklagte, Pierin Vinzenz, doch noch eingesehen, dass er mal sorry sagen muss. Er hat gesagt, er entschuldigt sich dafür, dass er in den letzten 20 Jahren Fehler gemacht hat, auch einmal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, übertrieben hat. Er hat es aber da nicht um seine Firmen, die Aduno und der Raiffeisen, vor allem schaden, sondern die Absicht, die am Markt voranzubringen. Und weil er quasi nicht das in böser Absicht da hat, hat er ganz am Schluss für einen Freispruch plädiert. Das Urteil im grössten Schweizer Wirtschaftsprozess des Jahrzehnts gibt das Gericht am 13. April bekannt. Ein russisches Gericht hat den Kreml-Gegner Alexei Nawalny zu 9 Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Das unter besonders harten Haftbedingungen. Der Prozess wird als politische Inszenierung kritisiert. Verurteilt wurde ist Nawalny unter anderem wegen Betrug. Beim Absturz von einem Passagierflugzeug in China sind vermutlich alle 132 Insassen ums Leben gekommen. Wie der chinesische Staatssender berichtet, sind Wrackteile der Boeing, aber keine Überlebenden gefunden worden. Die 500-Millionen-Yacht vom Ex-Chelsea-Boss Roman Abramowitsch wird in der türkischen Hafenstadt Bodrum von einem Schlauchboot aufgehalten. Auf dem kleinen Boot sind Demonstranten, sie fordern das Ende des Ukraine-Kriegs. Erst nachdem die örtliche Polizei dazwischen geht, kann die Yacht anlegen. Der Marc Odermatt zieht heute Nachmittag Bilanz zu seiner sehr erfolgreichen Saison. Der Nidwaldner präsentiert stolz seine Kristallkugeln für den Gesamtweltcup und den Riesenslalom-Weltcup. Der Moment, wo er die grosse Kristallkugel bekommen hat, sei ein bisschen komisch gewesen. Aber es ist wirklich rein von den Emotionen eine riesige Genugtuung innerlich und eben, ich glaube, eine riesige Geschichte für mich, aber für viele andere auch. Aber so die Explosion von Emotionen, die hat man nicht, wie das zum Beispiel zu Adelboden war. Nach den letzten paar Tagen voller Termin freut sich der Marco Odermatt jetzt auf ein paar entspanntere Tage an der Schweizer Meisterschaft diese Woche. Ein bisschen das Rennfeeling, ohne Anspannung, ohne müssen, wollen, schnell sein und einfach, ja, ich habe gleich noch viele Kollegen, die ja, nur nicht im Weltcup sind, wo ich im FIS Europacup gefahren bin und mit denen freue ich mich eigentlich auch, die wieder Rennen zu sehen und mit denen wieder mal das Rennen fahren.